Wieso kriegst du da unten rum? Okay, Leute. Hey ho, Leute. Willkommen zur ersten Folge von Arc Trophy Hunt mit Splasher. Hallo. Ja. Wir haben hier schon etwas ausgetestet und es war scheiße. Ich glaube, es gibt keine erste Folge. Ja, wir haben schon die erste Folge aufgenommen. Wir wollten eigentlich da unten im Kessel bauen, hier schon schön zumachen und dann haben wir so eine schöne Base und so. Aber man darf im Kessel nicht bauen, da sagt das Spiel, nö, ich hab keinen Bock. Und deswegen werden wir da oben auf der Klippe bauen und hier unten quasi so ein Dinosaurier-Gehege bauen und so weiter. Pipapo. Das war das coole. Das ist auch, glaube ich, auch eine coole Idee für eine richtig geile Base. Da können wir da oben eine richtig, richtig geile Burg machen oder so. Aber erstmal zu den Eckdaten des Projekts. Warum ist Ark Jurassic Ark beendet, pausiert, degradiert, whatever. Es gab einfach Serverprobleme mit. Ja, pausiert, beendet, alles egal. Nächste Updates warten. Wir müssen halt auf Updates warten. Ja, weil der Server, der crasht immer und es ist auch sauschwer, immer Zeit zu finden, wenn man mit vier Leuten zusammenspielt. Deswegen dachten sich Splash und ich, wir starten zu zweiten Projekt und eskalieren wir mal richtig und ja. Wir versuchen einfach mal alle Trophäen, die es in Ark gibt, zu schaffen. Also das Spiel komplett durchzuspielen mit allen Endbossen, allen Höhlen, pipapo. Wird hart, aber wir werden es durchstehen, wir zwei. Team Chaos ist wieder am Start. Friendly Fire ist übrigens aus. Ich kann ihn nicht schlagen. Nein! Was? Konnte ich dich gerade schlagen? Nein. Hier, Rayon. Doch. Warte. Nur du hast mir keinen Schaden gemacht. Rayon, für. Doch. Für Wedge. Ja, du kannst mich rumschubsen. Ja, wow. Nee, warte, für welches Tier ist das? Was ist das? Fiumia. Dankeschön. Das ist ein. Ja, für den müssen wir als nächstes zähmen. Das ist, die sind eigentlich. Geht so schnell. Das ist die Running Wildsau. Aber Leute, ich will erstmal sagen, wir werden uns in der ersten Folge jetzt mal ein paar Rohstoffe besorgen, damit wir in der nächsten Folge schon ein bisschen Basebau anfangen können, da oben auf der Kippe. Würde ich sagen, wollen wir erstmal den Kessel hier freiräumen mit Holz und so? Ja, ich hatte gerade 300. Kann ich denn schon eine Kiste craften? Eine Kiste würde ich jetzt noch nicht craften, oder? Ja, wo wir das Holz reinlegen. Willst du sie Platz? Sollen wir erst da runterlaufen? Ja, ich würde sagen, wir laufen erstmal hoch und. Nee, doch, oder? Nee, doch. Ja, doch, laufen wir erst hoch und packen da eine Kiste hin. Okay, machen wir so. Du leckst zwar dezent, aber egal. Ich brauch noch ein bisschen Strom, die Kiste zu machen. Warte, ich könnte jetzt schon eine. Ja, ich habe schon eine gecraftet. Also noch nicht, aber gleich. So. Jetzt habe ich eine gecraftet. Währenddessen das Crafted laufe ich hoch. Warte, ich warte noch. Bis auf Level 5. Verkack ich. Okay, ich lauf da mal hoch, ne? Warte, ich hab schon beide Sachen. Ich hab schon beide Sachen. Wir können hoch. Ja, jeder, mindestens einer haben. Und das wäre schlau. Warum leckst du eigentlich dezent? Also. Einfach nur so, ne? Ist ein Gimmick. Ja, genau. Komm ich nicht hoch, hier muss ich irgendwo hochkommen. Ich kam hier letztens auch hoch. So, hier. Nice, bin oben. Hallo, Mr. Langhals. Wir haben einfach drei Langhals hier am Plateau oben, ne? Die können uns beschützen. Stell mich einfach mal drunter. Kann der mich zertreten? Macht der Flächenschaden? Kann er mich zertreten? Ja. Wirklich? Ich steh grad runter, deswegen. Ich mach's mal nicht. Ey, wo bist du lang gelaufen? Du bist komplett andere Richtung, yo. Ist egal. Ich gehe zum Airdrop. Kannst du einmal ein bisschen weiter in die Richtung laufen, wo du gerade läufst? Ach, du willst zum Airdrop. Achso, du bist auf der anderen Seite vom Kessel. Ja, ja. Geilo. Das. Wenn man irgendwie Pet spielt, sollte man. Du leckst! Ja. Das Internet ist scheiße. Nee, eben hast du es ja auch nicht geleckt. Ja, eben warst du noch auf der coolen Blazy. Nee, es liegt schätzlich, weil ich mit WLAN und nicht mit DLAN verbunden bin gerade. Das ist DLAN. Mit Kabel. Ach so, das ist LAN und nicht DLAN. Ah, ich habe hier noch eine Kiste rausgekreucht. Gekreucht und fleucht, okay, sehr schön. Boah, das war fucking knapp gerade. Boah, das ist immer noch fucking knapp. Boah, was? Ich gerade fast die runterfalle dreimal. Ich würde sagen, dann play ich mal die erste Foundation. Ein. Ich versuche das mal so zu placen, dass das geilo ist. Richtig nah an der Klippe, was richtig Sinn macht.
Fuck you. Sondern oder eine Holz. So. Ist ein bisschen nah an der Kiste, aber nee, ich kann auch keine Holz von der Rayon, ich würde da mal leveln. Bis 5. Ja, 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 machen wir noch. Machen wir noch, Special. Wir werden schon leveln, keine Sorge. Alles mit der Zeit. So, machen wir ich hier. Ich hab schon die Holz. Von wo soll ich die Holzfoundation hin platzieren? Du kannst erstmal dein Internetproblem lösen hier. Du leckst. Warum kann ich das nicht placen? Hm? Soll ich doch placen können? So, ist geplaced. Nice. Achso, es gibt auch die Drehoption. Nice. Was brauchst du eine Holzfoundation? Weil das kann halt. Ah, gut, dann machen wir halt eine Holzfoundation, dann kannst du auch meine Strohfoundation gleich mal ersetzen. Gib mir da was. LOL. Okay, da war Jungs was Großes. Hierhin, so die Kisten. Ich wollte sie halt zum Abgrund richten. Ja, da kann man ja weiter ausbauen. Ah, stimmt. So Leute, ich würde sagen, dann werden wir uns erstmal ein paar Rohstoffe besorgen hier unten im Kessel, wenn wir den erstmal freiräumen, das Holz hier ein bisschen hochtransportieren. Ich würde sagen, ich blende einfach mal einen kleinen Zeitraff rein. Wir sehen uns gleich wieder, Leute.
So, dann herzlich willkommen zurück aus dem Zeitraffer. Ich weiß nicht, wie schnell der Zeitraffer war, aber es war wahrscheinlich sehr schnell, weil ich musste sehr viel Zeit überbrücken. Ja, wir haben ein bisschen Holz und so gefarmt. Wir haben den Kessel dort nicht mal annähernd wegbekommen. Da ist einfach so viel Holz drin. Ich habe ja schon ein bisschen versucht. Am Strand habe ich schon ein paar Löcher reingeschlagen. Quasi in die Büsche rein, eine Bresche. Ja, wie viel Foundation haben wir jetzt? 6 Stück, ne? Wollen die Holzwand da oder hier? Ich brauche noch keine Wände. Jetzt mal die Foundations. Ich will jetzt nicht. Mal, ich vergrößere einfach mal ein bisschen, oder? Das ist halt saugeil, die Kisten sind am falschen Ort. Ja, die kommen ja sowieso nachher weg. Das bleibt ja nicht auf der Ebene, das Haus. Ich will das Haus ein bisschen so schräg nach oben bauen. Wisst ihr alles sehen? Ich habe schon meine Vorstellung hier, Splasher. Keine Sorge. Wie mich anguckt, wie so ein alter Lümmel. Nee, hier kommen doch noch keine Wände. Das wird doch nicht so ein Mini aus. Da kannst du einfach mal lassen. Splasher. Okay. Das wird ein riesiges Haus. Das wird eine Villa. Alter, was ist das denn für ein Mondschein? Schön. Ich brauche noch eine Kiste. Kannst du machen, ja? Oder vielleicht mal Schränke bauen. Wie zündet man jetzt diese Fackeln an? Muss ein Brennstoff wie Holz oder Stroh beinhalten, um ein Feuer entzünden zu können, das Licht spendet und die Umgebung erwärmt. Alles klar. So kann man keine Fackel reinplatzieren. Brennt. Ja. Ich verbrenne Stroh. Ja. Ich verbrenne noch mehr Stroh. Ja. Ah, sehr schön. So. Aber Leute, ich will erstmal sagen, das war's mit der ersten Folge. Schreibt mir auf jeden Fall Anregungen, Tipps und Bauwünsche und so weiter in die Kommis. Irgendwas wurde gerade kaputt, meine Fackel, geil. Kannst du mir mal Licht spenden, danke. So, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge gucken, ob wir ein bisschen weitermachen können bei der Base und so. Wir werden die ein bisschen erweitern, vielleicht uns auch ein bisschen ausdenken, wie wir die Base dann am Ende gestalten wollen. Die soll auch ein bisschen extravaganter werden. Ja. Und schreibt mir auch auf jeden Fall eure Meinung zum Zeitraffer in die Kommis, weil ich finde einfach, man soll bei einem Let's Play einfach sehen, was man macht. Und da das ganze Gefarme im Ark doch manchmal ziemlich lange dauert, mache ich da gerne mal Zeitraffer rein. Ich weiß noch gar nicht, was ich für eine Hintergrundmusik genommen habe. Oh mein Freak. Jetzt muss ich mir da auch noch was ausdenken. Egal, Leute. Das ist mein Problem. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Ark Trophy Hunt. Morgen 13 Uhr. Tschö, Leute.